Und damit willkommen zum Drug Dealer Simulator. Ja, schwierig. Jedes Mal, wenn ich ihn neu starte, verschiebt sich das komplette Bild, die Einstellung von der Größe her und OBS verkackt es dann auch immer. Und es ist nur die Hälfte drauf, ja, also zu sehen vom Bild. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren, deswegen musste ich jetzt auch nochmal neu starten, denn bei zwei Aufnahmen, die ich gemacht habe, ich habe insgesamt drei Aufnahmen auf vier Aufnahmen gemacht gehabt und bei zweien war das so, dass nur die Hälfte des Bildes zu sehen ist. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal neu starten. Außerdem hatte ich dann noch einen Bug, der nicht wegging und ich hoffe, dass es bei einem Neustart nun reibungslos funktioniert. Wir spielen Reich die Bong weiter. Ja, das ist der normale Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, für den Anfang passt das auf jeden Fall. Ich bin nicht weit gekommen. Ich habe nur ein bisschen was gemacht. Und ich glaube, ich war noch nicht mal irgendwie Level 2, Level 3 oder so. Also von daher ist es noch alles entspannt. You too. So, here we are. The adventure is hot. The big question is this my story or your story? Let's find out together, shall we? Got that blunt handy? Ach, ein schöner Morgen. So, wir sind frei, wir können uns bewegen. Wir haben einen eingehenden Anruf vom guten Eddie. Yo, hope you're up. Yo, was geht? I would let you sleep yesterday off, but I have some troublesome motherfucker to attend to, and it can't wait. I'm waiting for you at the main square close to my place. Sober up and come see me. Okay, das machen wir doch, Eddie. Eddie, gar kein Problem. Good old Eddie. He's the head of logistics, so you better listen to what he has to say, huh? Oh, wie war das denn nochmal? He'll prep you up for the job. Aha, Doppelklick. Okay. Das ist... Also, die Steuerung ist komisch. Komisch. Erste Aufgabe. Du kannst mit Tab, dem Organizer, am oberen Bildschirmrand deine aktuellen Aufgaben prüfen. Um die Standorte einzusehen, drücke M, um die Karte zu öffnen. Dort findest du Marker mit den Quest-Location, Kunden und anderen Punkten. Wunderbar. Und das, was nämlich nicht funktioniert hat, wir müssen nämlich irgendwann eine kostenlose Probe verteilen. Und die haben Questmarker über ihren Kopf wohl ein Fragezeichen und das tauchte bei mir nicht auf. Somit konnte ich die Aufgabe leider nie abschließen. Und, oh, hier war ich noch gar nicht drin. Ja, schön. Das nenne ich doch mal ein Badezimmer. Keine Flasche zum Auffüllen. So. Morgenroutine erledigt. Wir treffen uns jetzt mit Eddie. Aufgaben. Organizer. Triff dich mit Eddie am Marktplatz. Das machen wir. Eddie ist unsere Kontaktperson. Benutze die Taste Unlock. Haben wir. Gehen wir mal zum Eddie. Damit wir direkt auch loslegen können. Ich hoffe, diesmal gehe ich richtig. Love the smell of tires. Oh, ich auch. Aber es gibt nichts Schöneres. Eddie! Jo, grüß dich. Ja, mach ich. Das ist nett von dir. Okay, jetzt quatschen wir mal ein bisschen mit Eddie. Doobie? Nö, lass mal. Ja, ich bin Dealer, ich rauche nicht selber. Nein, suit yourself. You know what? Sometimes when I get these so-called second thought kind of thing, I come here. Sit down and just watch this shit. You know that every trap in the U.S. has this bull? 25 million bucks it cost them. Always reminds me of who we are to them. Helps keep me focused. Anyway, how was the party? Boah, scheiße, Mann. Yeah, you young motherfuckers tend to do that. Nowadays, I'd be fucked up big time for a week if I'd party that hard in one evening.
Well, okay. Anyway, good that you stretched up, because we've got some jobs to do. Listen up. I'm your main and only contact in the cartel. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, all in one person. You need dope? You write to me. You got the cash for the cartel? I take it. You shit your pants? I need to know before you change your underwear. Straightforward. We're gonna start basic. Grass and amp. There are three packages waiting for you in a dead drop at the back of the supermarket. Grab them, go home, and get your laptop. There'll be clients writing you soon. You make them sales, and I'll get back to you soon after. Questions? Nö, alles gut. Alles entspannt. Oh, you're a smart boy. You'll find it. Anyway, get to work. Go. We'll get to you later. Jo, Eddie, hau rein, ne? Vor allem kann ich nur eine Frage stellen, aber das ist richtig geil. Wie sehen die? Ja, tschüss, ne? Tschüss. Tschüss, mein Freund. Ich würde gerne aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Jetzt kann ich aufstehen. Just in case you're wondering, dead drops are hidden drop points, where you will retrieve smaller packages. Trash bins, hole in the ground, was dat denn? Big crack in the wall, you name it. Holy They're shit. Usually marked by some kind of symbol, so you should find it pretty easy. So, den ersten haben wir nämlich direkt hier. There it is, see it? Ja, ja, klar. So, wunderbar, haben wir. Wir bringen es nach Hause. Auf entspannt. Your first client should be messaging you any moment now. You'll get notifications on new messages on your phone. But to read them, you'll need the encrypted app on the laptop. Ja, klar, 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 klar. Wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen sicher gehen, ne? Hey. Oh, übertreib jetzt nicht. So, wunderbar. Hey, ja, bleib cool, bleib cool, bleib cool. So. Ab in den Laptop rein. Okay. Wir gucken mal. This is Shadycom. Das ist richtig. A special, fancy, dark web communicator. Vor allem, wer redet da? This is where you order the merchandise from Eddie. And this is where your clients will contact you. It also has other options, but we'll get to that in time. Okay, Ted, hab gehört, dass du Gras, korrekt? Ich brauche 3G, dringend. Yo, bist du imstande, 3G Ganja zu liefern? Ich brauche es echt, Mann. Irgendeine Chance für Speed? 5 Gramm, um genau zu sein. Das ist Valentina. Valentina möchte Speed haben. Speed müssten wir zuerst verkaufen, weil wir nur 2 Plätze frei haben. Das heißt, bin dabei, Dude. Komm bald zu dir. Ja. Merken, Valentina möchte das haben. 3 Gramm und nochmal 3 Gramm. Wir haben das genau jetzt aufgeteilt. Alles entspannt. Shadycom. Mit Shadycom kannst du Drogen bestellen und mit Kunden kommunizieren. Wähle eine Person in der Kontaktliste aus und klicke auf den Chat, um die Option einzusehen. Nachdem du die Bestellung bestätigt hast, werden die Kunden auf der Karte erscheinen. Finde sie und liefere ihnen ihre Päckchen aus. Das machen wir doch. Ja, you Valentina ist direkt. Sexy red backpack on the cupboard. I know you're probably used to those sissy casual games where money's stored in a magic cloud under God's fucking pillow, but it ain't the case for us here. You need space to carry cash, so take that into consideration before you run those first clients. Hey, das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht, ne? Da habe ich mir einen gekauft. Und hier war einer einfach mal kostenlos. Einfach kostenlos. Oh, ist das ärgerlich. Okay, egal. Dann brauchen wir das doch nicht so zu machen. Dann können wir zu jedem Kunden einzeln gehen. Das ist dann kein Thema. Oh, ist das ärgerlich. Also letztes Mal wirklich beim ersten Mal. Da habe ich mir... Oh, hier ist er schon. Habe ich mir einen gekauft? Jo, Mann. Hey, da ist da jemand. Warte mal kurz. Warte kurz, ja? Warte. Einmal. Hallo, ja. Ja, ja, ja. Gehen Sie mal weiter, so, mein Freund. Hast du das Geld? Jo, hast du? Was wolltest? Ja, yeah, hier ist es. Was wolltest du? Du wolltest das Gras haben, ne? Du musst Drag and Drop machen. Einzeln. Jawohl. So, mein Freund, hier. Ted. Respekt 80, oh, mein Freund. Did I tell you? Backpacks have downsides as well. Yeah, yeah. The more you carry, the slower you run. And big beefy bags may seem suspicious to the police. Das spielt eh keine okay, Rolle. I told you. Now that's your problem.
Das spielt eh keine Rolle, denn man ist immer verdächtigt. Man wird immer verdächtigt. Noah, mein Freund. Was geht? Du. Hast du? Yeah, hier ist es. Bitteschön, akzeptiert. Respekt 80. Oh, ich bin das gar nicht gewohnt, mit Maus und Tastatur zu zocken. Ein bisschen ungewohnt. Und vor allem, die Tasten, die sind halt einfach weird, ne? So, normalerweise interagieren so mit E und hier mit F. Ganz, ganz weirde Nummer. Hey, Valentina. Valentina, du willst das harte Zeug, ne? Yeah, hier ist es doch. Bitteschön. Oh, wunderbar. Ich wünsche dir was. Level 2. Eigenständigkeit. Okay, du hast deine ersten Deals und dein erstes Geld hinter dir. Die Kunden sollen bald mehr bestellen. Geh zum Computer und bestelle bei Eddie mehr Dope, um deinen Vorrat zu vergrößern. Das machen wir doch. Eddie, ich suche gerade mein Zuhause. Ich habe jetzt noch mal... Checke die Tankstelle auf der Suche nach pulverigen Zusatzstoffen ab. Ja, könnte ich machen. Hier werde ich hier upgraden, also auf Schlaukopf. Schlaukopf ermöglicht 50% mehr Zusatzskills zu bekommen. Das ist für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Und das hier. Da kann ich ein bisschen mehr Preise kloppen, also ein bisschen teurer machen, die ganze Geschichte. Das mache ich direkt am Anfang, dann läuft das ein bisschen besser. So, wir müssen auf jeden Fall auf die Cops achten. Wir laufen jetzt erstmal zur Tankstelle und holen uns schon mal pulverige Zusatzstoffe, die wir aber noch gar nicht benutzen können, so wie ich das richtig verstanden habe. Da ist ein Copper, da müssen wir aufpassen. Alles gut, mein Freund, alles gut. Ey, yo, was ein geiler Laden hier. Was eine geile Tankstelle. Da nenne ich mal einen Tresen, du. Was geht ab? Hey, und was brauchst du? Ich möchte etwas kaufen. So, ich möchte Backpulver kaufen. Ein. Ja? Ein Backpulverpäckchen. Das ist am günstigsten, ne? Acht. So, ich brauche noch eine Spraydose. Die kaufe ich auch. Oh, warte. Die kaufe ich auch direkt mal. Heute sind wir bei 27. Mittlere Packung, ja? Kostet 80. Wie viel habe ich denn? 120. Dann nehme ich mir noch... Nein, ich muss ja noch was haben zum Kaufen. Ich mache jetzt erstmal nur mit dem hier. Ich glaube, damit komme ich ganz gut klar am Anfang. Klar, ciao. So, dann haben wir nämlich das schon mal erledigt. Die pulverigen Sachen haben wir. Das pulverige Pulver, ja? Was uns halt noch gar nichts bringt. Dafür müssen wir nämlich dann erst den Mixer freischalten. Den hatte ich noch nicht freigeschaltet. So, ich hoffe, das läuft jetzt wirklich ein bisschen besser. Und auch, dass die Quest, die gleich kommt, auch läuft. So, wir können jetzt hier die ganze Geschichte abstellen. Noch nicht. Okay, Entschuldigung, wir können es noch nicht abstellen. Shady, wir müssen erstmal jetzt beim Eddie... Nee, pass auf, wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir gucken jetzt erstmal, wie hoch wir das ziehen können, ohne dass er meckert. 11. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, es geht noch gar nicht. Weiß nicht, wie viel ich freischalten muss dafür. Aber das funktioniert noch gar nicht, leider. So, wir fragen dem Eddie nach... 130 ist unser Limit. Hinzufügen. Hinzufügen. Sind wir bei 120, haben noch 10 in petto. Bestellen. 208 XP, wunderbar, läuft. 10 Gramm Speed und 10 Gramm grüne Fee. Ne, grüne Fee und Speed, ja. Okay, ich sollte in circa 30 Minuten fertig sein. Warte auf mehr Infos. Okay, wunderbar. Warten. Die Lieferung einer Bestellung kann einige Zeit lang dauern. Alles hängt davon ab, wie groß das Päckchen ist. Vergiss nicht, dies im Voraus einzuplanen. Eddie wird dich darüber in Kenntnis setzen, wenn das Päckchen fertig ist. In der Zwischenzeit kannst du entweder eine andere Aufgabe übernehmen oder warten. Drücke T in deinem Versteck, um das Wartenfenster zu öffnen. Wunderbar, wir haben jetzt noch keine andere Aufgabe, oder?
Zahle Eddie deine Schulden zurück, wenn du ein wenig Geld mit Deals machst. Haben wir noch nicht. Das kann ich auch noch nicht nutzen, ne? Nein. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis die halbe Stunde um ist. Und dann geht es weiter. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, wann ich gestartet habe. Okay, es ist fertig. Toter Briefkasten, Päckchen. Hole das Päckchen von Anhänger Reifen Two Towers zurück. Da, das ist die Quest, die nicht funktionierte. Neue Kunden gewinnen. Du hast bislang 3 Kunden. Das ist süß. Aber so kommst du nicht weit. Damit dein Geschäft wächst, musst du mehr Gegenden freischalten und deinen Respekt in der Höhe halten. Geh zum Computer und bring in Erfahrung, wie man neue Gebiete erobert. Können wir das jetzt schon machen? Ja, können wir schon. East Old Town freigeschaltet. Respekt 80. Wunderbar. Für den alten Marktplatz, den hatte ich auch noch nicht, brauche ich mindestens Respekt 70 und Dealerstufe 4. Okay, die wollen alle schon mal was haben. Nehme ich noch nicht an. Ich muss das ja erstmal in Sicherheit bringen. Spray-Symbol auswählen. Das ausgewählte Symbol wird als Kennzeichen für dein Territorium gelten. Das Markieren deines Territoriums ist eine gute Lösung, um den Respekt in deiner Gegend aufrechtzuerhalten und Kunden bei dir zu behalten, sodass die Verkaufszahlen nicht fallen. Okay, wir nehmen die Sense. Was ist denn los? Warum bist du so aus der Puste? Was, Meister, was ist los hier? Ich bin da noch gar nicht gerannt. Toter Briefkasten. So, wir müssen jetzt erstmal sprayen. Ich werde jetzt erstmal sprayen gehen. In diesem Gebiet sollen wir hier sprayen. Das machen wir doch direkt mal. Batsch. Oh, das war blöd. Ich dachte, das deckt ein bisschen mehr. Keep in mind. Jo. Gaining respect is one thing. Keeping it is another. Das ist korrekt. Respect in neighborhoods slowly drops in time. Ja. So don't forget to keep those sales flowing. Ja, ja, mach ich, low mach ich. Respect is less sales. Less sales is less money. And less money is, well, it just sucks, okay? Ja, ja, alles gut, alles gut. Wir haben Respekt hier. So, kriege ich das nochmal hin? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch. Nein, perfekt, wunderbar. Respekt 60. Wunderbar, wunderbar. Hier ist auch ein toter Briefkasten. Aber hier ist nichts drin. Oh, hier kann ich nicht. Das ist nicht mein Gebiet. Okay, okay, gut, 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 gut. Hier kann ich auch nicht. Oder ich habe kein Sprayzeug mehr. Boah, sag mir nicht, eine Dose reicht nicht. Eine Dose reicht nicht. Geil, ich liebe es. Letztes Mal hatte ich 2 Dosen. Das ist das Gebiet und hier ist die eine Quest, die nicht funktioniert hat. Dann hole ich mir erstmal eine Spraydose. Auf ganz entspannt, bevor ich das Zeug einsammle. Besser ist das. Yo, 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 yo. Spray. Eine reicht. Ja, ja, eine reicht erstmal. Akzeptiert. Tschüss. Wünsche dir was. Schöne Wartemusik, ne? So, wo hast du denn das Zeug hingepackt? Hier irgendwo, bei den Reifen, ne? Ach, da muss ich hier irgendwo rein. Ich dachte schon, das wäre ein Kopf. Aber alles entspannt, alles gut. Hat er nicht gesagt, brennende Reifen? Jo, Mann. Ich sehe hier keine Reifen. Yo, Eddie, wo hast du das Zeug denn? Ach, hier hast du das Zeug. Wunderbar. So. Yo! Yo, I heard the
authorities got pissed by that tire fire situation and they're sending more police on the streets. Watch out for patrols while you... Oh, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Hey, Mann. Yo. Ich bin hier. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh, geil. So, jetzt muss ich nur gucken. Wähle die Menge. Steuerung. Es geht nicht. Oh, nein. Ich muss erst... Oh, verdammt. Ich muss das erst teilen. Akzeptiert. Entfernen. Abbrechen. Ach, shit. Ah, ich habe vergessen mitzunehmen. Ach, so blöd. Drüber springen. Nee, ich wollte nicht drüber springen. Ich wollte nochmal einmal ein Zeichen hier hinsetzen. Das geht aber nicht. Was ist denn los? Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Was war da denn hier so rot? Ah. Wer quatscht da? Was soll das? So, das müsste abgeschlossen sein. Wunderbar. Das ist abgeschlossen. Dann kann ich jetzt direkt mal ein paar Päckchen machen. Und vor allem auch mal ein paar Proben. 47 XP. Und wir müssen natürlich auch noch ein bisschen annehmen. Und müssen das jetzt selber teilen. Kann ich schon? Ist schon freigeschaltet? Jawohl, ist schon freigeschaltet. So, Arbeitsstation. Arbeitsstationen sind ein Teil des Equipments. Hier kannst du dein Drogenlabor einrichten, Drogen und Stoffe zum Mixen und Verarbeiten lagern. Hier wirst du auch dein Endprodukt verpacken, um es zu verkaufen. Drücke I in der Arbeitsstation, um die Einleitung einzusehen. Okay, wunderbar, geil. Freue ich mich. So, you're in workstation mode now. So. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Remember chemistry classes back in school? No? Yeah, me neither. Fuck it, who cares, right? You'll find more info in the workstation manual. So, alles aufgestellt. Jetzt gehen wir in den Labormodus und ziehen jetzt schon mal Amphetamine hier rein. Hinzufügen 10, weiß für Amphetamine, passt. Zack, ziehen wir das hier rein für Weed, nehmen wir grün. So, dann nehme ich jetzt schon mal von jedem eine Probe. You gotta be smart about package sizes, huh? Smaller bags take more... Spiel speichern, ja, ja, das weiß man, das kennt man. Use larger bricks for wholesale transport and small ones for direct deliveries. Ja. Bleib cool, Eddie. Nee, das ist ja gar nicht Eddie. Ich weiß nicht, wer da quatscht. Keine Ahnung. Spraydose packen wir erstmal weg. Brauchen wir nicht. Bargeld lassen wir noch. Jetzt muss ich nämlich erstmal einmal gucken, wer was wie viel möchte. So, grüß dich. Irgendeine Chance für Amphetamine. 2 Gramm möchte der haben. Ted möchte 2 Gramm Amphetamine. 2 Gramm Amphetamine. Der Noah... 2 Gramm Gras und 2 Gramm Bambinos. Okay. Achso, ich hätte annehmen müssen. Ah, egal. Ich mache jetzt erstmal einmal. Also. 2. 2. Achso, ich kann jetzt. Und Gras wollte einer. 2, ne? Passt das alles in meinen Rucksack rein? Geil. So, das war richtig, ne? Jetzt muss ich einmal... Amphetamine 2 habe ich. Einmal. Gras. Einmal habe ich. Bambinos. Habe ich. Noah, Bambinos. Habe ich. Wunderbar. Geil. Wir gehen los. Wir können jetzt auch speichern, oder? Speichern können wir. Spielstand kann ich überschreiben. 1D. Keine Ahnung, was 1D ist. Dann hat er einfach mal mit der Tastatur dahin geballert. So. Hier haben wir den ersten Gauner. Yo, Mann. Da sind die Koppers. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Valentina, yo.
Amphetamine 2. Alt. Wunderbar, mein Freund. Ich wünsche dir was, ne? Komm wieder. Oh, ich dachte, da kommt ein Kopf, aber alles gut. Jo, was geht, Valentina? Du bist meine beste Kundin. Yeah. Marihuana. 1 Gramm hier, bitteschön. Der hat ein Fragezeichen, der hat ein Fragezeichen. Das muss ich direkt nutzen. Yo, Mann. Wir haben ein Geschenk für dich. Hier. 1 Gramm. Bitteschön. Ja, geil. Es hat geklappt. Wunderbar. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Yo. Yo. Yeah, ich habe. Du wolltest Amphetamine haben. 1 Päckchen. Bitteschön. So, und noch einen habe ich. Level 3. Boah, bis Level 3 war ich noch nicht. Heißt das, ich habe jetzt den Mixer freigeschaltet? Das in der ersten Folge. Ich habe sonst 3 Folgen gehabt, da war ich noch nicht so weit. Oh, wir müssen uns beeilen, mein Freund. Yeah, was geht ab? Du wolltest Amphetamine haben, ne? So, ich bin weg. Grüß dich, hau rein. So, was muss ich noch machen? Eddie, Schulden abbezahlen, okay. Wunderbar, das hat doch schon mal sehr, sehr gut geklappt. Shit, ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Ach ja, genau, Eddie. $120 will er haben von mir. $120. Ich habe insgesamt $166. Bleibt sogar noch ein bisschen was für mich. Ich speichere. Sicher ist sicher. Okay, zahle Eddie deine Schulden ab. Das machen wir eben noch. Und dann müssen wir auch, glaube ich, schon wieder fast neu bestellen. Aber auch nur fast. Der hat auch ein Fragezeichen auf dem Kopf. Aber ich habe keine Probe mehr am Start, oder? Doch! Hey! Yo, Mann! Hey, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Na? Empfehl mich weiter. Habe ich nochmal was? Ja, aber nur 2 Gramm. Die behalte ich lieber. Yo, Eddie! Jupp! 52 XP hat sich ja gar nicht gelohnt, Eddie. Gar nicht gelohnt hat sich das. Oh, ich hab noch nichts. Komm auf euch zurück. Mach noch ein paar Probepacks fertig für meine neuen potenziellen zukünftigen Kunden. Und muss dann auch schon mal wieder neu bestellen, würde ich sagen. Soll der Eddie mal ein bisschen in die Tasten hauen und mir noch ein bisschen Zeug klar machen. Alter Marktplatz kann ich immer noch nicht, aber ich habe schon mal 700 Respekt. Ich brauche aber Dealerstufe Level 4. War letztes Mal noch nicht mal Level 3. Level 4. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche noch. So, Eddie. Eddie. 160 habe ich. Wunderbar. Ich kann, oh, ich kann nochmal 2 Mal bestellen. Geil, das freut mich doch. Bestellen. So, und was ich noch machen kann, Skillpunkte. Einmal upgraden. So, Verkäufer, vergrößere die Preise, die du für ein Produkt verlangen kannst, womit auch die Zahl der Verkäufe steigt. Verringert die Zeit bis zum nächsten Einkauf eines Kunden und bis ein neuer Kunde auftaucht. Okay, wunderbar. Mache ich trotzdem. Um einfach jetzt mal auszuprobieren, ob ich das, ob ich die Preise ein bisschen jetzt bearbeiten kann. Wahrscheinlich immer noch nicht. Wahrscheinlich kommt das erst später. Ja, es wird erst später kommen. Dass er mir sagt, du kannst die Preise auch anpassen. Schade. Circa 30 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die erste Folge hier. Ich warte dann die 30 Minuten, damit es in der nächsten Folge direkt reingeht, um unsere Pakete abzuholen.
Aber ich denke, wir machen dann erstmal noch ein bisschen Probepacks und so fertig. Und da sollte das passen. Also, bis dahin.